Wie lange haben wir denn schon wieder? 40 Minuten. Ich meine, es ist zwar irgendwo spannend, dass man durch eine Netherfestung geht und das Netherding sucht, aber ich finde es nicht. Ich habe mal das falsche Wort verwendet. Das End, ja, sorry, nicht das Nether. Ich mit, also, Leute, wir müssen uns X-Ray installieren. Nee, danke. Aber wenn ihr noch will, kann er gerne mit herkommen. Mir beim Such mithelfen. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich hab's in Chat geschrieben. Das ist viel, Junge, ich hab keine Minimap, ich komm damit nicht klar. Okay, es ist Richtung, wenn du von, wenn du hinter Froschis Haus läufst oder hinter deinem Tempel. Und da immer geradeaus. Irgendwo da vorne müsste dann bei der Koordinate musst du dich dann runterbuddeln. Kannst du nicht einfach mal einen Turm bauen, bevor du dich runterbuddeln? Nein. David, du bist retarded. Wo ist Marco eigentlich? Ist der immer noch unter der Erde? Nein! Aber ich renn die ganze Zeit hin und her, Digga. Ja, wo bist du jetzt gerade? Bist du da immer noch Lava oder was? Ja, Mann! Ach, warum machst du vielleicht mal Eimer oder so? So mehrere? Ich hab 4 Stück. Das ist nicht viel. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte nicht unnötig Eisen verschwenden. Deswegen so, rennst der jetzt schon seit Stunden. Hin und her. Damit der Eisen Spaß. Okay, ich meine, Olli hat dir zwar angeboten, dass du dir was nehmen kannst von seinen 3 Stapeln, aber. Ja, gut, ich hab davon auch was genommen. Yo, Olli, ich soll 1000 Blöcke laufen, alles. Ja, bin ich auch. Er ist jetzt wirklich nicht weit, Alter. Mir tut der kleine Finger so weh, ey. Weil die ganze Zeit sneaks oder was? Ja, weil ich die ganze Zeit renne. So. Was hast du denn bitte schon Rennen gestellt? Auf Steuerung. Ja, dann ist es auch wirklich. Ich hab Rennen zum Beispiel auf Shift. Ich hab's auf Shift und Sneaken und was ist die Taste über Shift? Ich kann den Namen nie merken. Meinst du Caps? Ja, Caps. Ich würde nie was auf Caps leben, aber. Doch, hab ich Sprinten. Schon immer. Ja, aber hast du da nicht immer Caps aktiv, wenn du den Chat aufmachst? Ja. Ja, aber ich drücke ja manchmal während des Sprintens immer wieder drauf, damit es weggeht. Na dann. Kann man mal machen, Cobbett, gell? Morgen ist er nicht. Morgen? Gebt euch weiter bei mir einen Moment, bitte. Froschi, irgendwann haben wir nur noch rote Schafe, by the way. Schön. Hier ist ein Hund, aber ich hab keinen Knochen. Ich sag euch eins, ich höre heute erst auf mit aufnehmen, wenn ich dieses Scheißding gefunden hab. Leute, ich helfe nicht, ich will weiterbauen. 1000 Jahre später. Ich glaube, hier ist keins. Das ist Session, von wann ist die Session? Was? Das ist so 12 Uhr abends. Das ist jetzt die zweite Folge. Hier nichts ist. Dann geht all in Spectator-Modus, Ding ist hinter einer Wand. Oh, fuck you! Ja, das hatten wir ja eh gehabt, bei wo wir hier mit Alex und so gespielt haben. Ja. Das hat mich so angekotzt, ey. Jetzt bin ich ja am Anfang wieder. Ja, hervorragend. Ja, komm mal nach oben. Gabit hilft dir. Gabit kommt, ich bin schon bei 1000. Gabit, ich bin doch immer die Kraft da. Ich muss für den Faschismus kämpfen. Ich muss einen Stopp eigentlich machen. Okay, wir haben mal ein temporäres Tor, so lange bis ich dazu komme. Wo in dazu? In scheiß die Jungen zu gehen, wo es Schleims gibt. Ja genau, in den Sumpf zu gehen und dort ein bisschen farmen. Weißt du, in der Zeit, wo ich laufe und wo mir jetzt gerade mein Zeigefinger... Nee, nicht mein Zeigefinger nennt. Himmel. Ich glaube, in der Zeit, wie ich auf Kabit warte, werde ich dann einfach mal ein paar Leiter umbasteln. Ja. Genau. Ich bin in einem Sumpf. Ja, du bist komplett falsch, ich bin nicht einmal durch den Sumpf gelaufen. Nein, ich laufe in die richtige Richtung, aber ich drifte mehr nach rechts. Warte mal, die genauen Koordinaten sind, warte mal. Das war so schon fast richtig. 600 Schlachten. Nee. Kommt man denn zu einem... da ist ein Sumpf, ja doch, da ist ein Sumpf. Ja. Ist das? Und... Hinter Bergen, oder? Ja. Da, das ist die genaue Koordinate, wo das Ganze jetzt ist. 1006. Ein minus 600. Ne, das ist eh hinter dem Kacksumpf, Olli, was laberst du? Weil ich nicht durch den Sumpf gelaufen bin. Oder ich hab nicht... Ach das, doch, wenn, doch hab ich, ja stimmt. Wenn du dann durch den Sumpf gehst, das ist auf einer Plains sogar. Plains-Biom.
Erstmal mein ganzes Loot hier rauspacken. Da ist ein Village daneben, Molly. Mit einer Schmiede. Molly, ist das im Wasser? Hä? Nein, ist nach dem Wasser. Auf dem Plains-Biome. Ich bin gerade überlegen, ob ich in den Norden in das Schatzumfiome gehe. Wird es eigentlich gerade Nacht oder wie lange dauert es noch bis Nacht? Jetzt haben wir gerade Nachmittag. Ich müsste eigentlich direkt über dir sein hier irgendwo. Boschi! Ich bin doch schon draußen, Kabel. Was ist los, Marco? Hast du zufällig aber Sand bei dir? Sand? Ja. Ich habe dir genau die Koordinaten geschickt, wo ich jetzt gerade draußen bin. 1382 und minus 614. Ich habe geschrieben 1622 und minus 614. Ja. Warte mal. 1622. Ja, genau. Ich weiß genau, wo ich. Weil das andere habe ich unten mal schnell so abgerundet, damit ich ungefähr weiß, wo es ist. Marco, brauchst du Sand oder Glas? Ich kann dir was mitnehmen. 200 Blöcke zu weit. Wäre voll cool. Ich brauche mal nämlich was. Wie viel? Und wovon? Noch so 4 oder 5 Blöcke. Glas oder Sand? Glas. Passt. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Nimm einfach mal die dreifache Anzahl mit für die Sicherheit. Wo bist denn du? Am Arsch. Ich renn grad komplett retarded unten lang. Gut, ich warte dann bei mir, ne? Ja, einfach hinten im Garten, schätze ich mal. So, so. Oh Gott, ich mag meine Tore, die sind voll nice. Das freut mich. Schön. Aber es wäre genau perfekt gewesen, wenn du dich mal dran gehalten hättest, was Kappit gesagt hat. Halt die Fresse, Kappit! Ich hab aber recht. Das interessiert hier keinen. Hey, wait, what? Hier ist eine Kiste und hier ist ein... Olli? Ja? Was ist denn bei der Kiste? Ja, genau. Und da müsste gleich daneben so ein Loch sein. Oh! Warte mal, ich... Hallo! Hi, ich bring grad Leitern an. Ich weiß auf jeden Fall, dass es klein. Marco, du musst dann unbedingt hier den Tunnel besser machen von dem in den Hinterhof. Ja, Drei-Block-Tunnel ist zwar schön, aber 3-Block-Tunnel schöner. Was ist für ein Dirt irgendwas, was du da tust? Wo hast du denn noch Glasprobleme? Hier hinten. Lass das doch einfach fließen, dass die dir gut genug hast. Ja, aber da hinten brauche ich Glas jetzt drin. Kriegst eh nicht umgeflossen hin. Das geht nicht. So, das Einzige, was ich mir jetzt denke, ist, ich hätte da Stonebricks außenrum gemacht, wenn ich du gewesen wäre, bevor ich die da reingefüllt hätte. Olli, ich komme gerade mit 5 Minuten. Ich verstehe gerade kein Wort, Kabit. Was willst du? Leute, ich habe gerade 6 Minuten 13 Mach alles Audio weg, bekommen, vor über 40 Minuten. Stonebricks. Lass mich mal was schauen. Was für eine Audio? Was? Ich habe 6 Minuten Audio bekommen. Wie eine 6 Minuten Audio? Ja, eine 6 Minuten Sprachnachricht. Ah, okay. Ja, dann mach das mal. Von. Kabit geht runter. Kann man die übereinander setzen? Hello. Ja, gut. Marco beschäftigt sich voll, macht alles voll mit Lava. Hat vergessen, außenrum Stonebricks zu setzen. Smart as fuck. Was so aufwendig. So, Kabit, damit du das Ding auch immer wieder findest. Ja. Okay? Schon unter der Erde. Ich wette, du hast einen Turm gebaut. Nicht nur einen Turm. Hier wollen doch überall noch Kürbisse außenrum, ne? Den Turm. Hab noch Kürbislaternen unten oben auf der Spitze mit hingemacht, Haufen. Oh, hier ist Dias. Ja, dann nimm sie mit. Kabit findet Dias. Der Juti. So, wenn man das jetzt nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe gerade, glaube ich, die Höhle überflutet. Nee. Überall, wo schon Fackeln waren, Kabit, war ich schon, ne? Nur mal so. Marco, das ist nicht zufällig noch Stein oder Steinbricks?
Bin auf dem Weg. Ich hab schon besorgt. Wovon? Von meinem Haus? Egal. Such einfach. Passt schon, ich hab das Silk Touch Pickaxe, Marco. Jetzt glaubst du, mach ich den Stein her? Schmetz die Kack doch nicht. Da. Seit wann hast du eigentlich eine Silk Touch Spitzhacke? Das ist schon mal der zweite. Ich hab die vorher verzaubert. Also du hast die erst seit heute seit Aufnahme oder was? Das ist meine zweite Silk Touch, die ich hab. Die andere liegt schon seit Ewigkeiten in meiner Kiste. Ich hab ne, ehrlich gesagt vergessen gehabt, dass ich eine hatte. Oh, und ich verzaubere übelst lange. Mal zuzen? Oder? Können wir gerne machen. Das ist ja ein Eisengang, den Olli noch gar nicht erkundet hat. Nee, darum sage ich ja, das sind so viele Gänge, wenn du kannst gerne erkunden und gucken, ob du was Geiles findest. Mich kotzt es eben halt bloß gerade an, dass ich, ja, warte. Fuck, ich hab mein Bett mit weggepackt. Esmer kriegt 300 Punkte von dem Raubzug, Alter, holy fuck. Warte mal ganz kurz, war schon wieder ein Raub. Warum hat mir keiner Bescheid gesagt? Esmer ist AFK. Junge, warum spawnen hier denn so viele Silberfische? Ich hab nichts gemacht. Die beschwören sich gegenseitig. Esmer möchte einen Raubzug starten, Omas. Jo, ich werd sterben. Das ist halt. Das ist schön, Kapit, aber wir wollen pennen. Lass mich raten, Kabit hat kein Bett mitgenommen. Doch. Mute den doch einfach mal. Hey, wo ist mein Bett? Ich kann schon nichts hören. Schrei doch nicht so rum, Kati. Brüll bitte nicht so, okay? Kapit! Stirb mal geschlafen oder lock dich aus. Wer steht denn jetzt noch? Ich, warte. Ich hab grad mein Bett gesucht, aber ich hab's nicht gefunden. Morgen. Na, Marco. Oh ja. Warmermann. Marco, ich war Mann. Hm? Gib mir Zeug, ich will was machen. Goddamn. Leute, hier ist eine Silberfisch-Armee. Das cool, ich find's so cool, Kabit ist gleich Rono, zack, irgendwo erkundet. Ich denk mir so, wollt ihr das nicht zusammen? Lass mir nicht alles tun. Olli, willst du mir helfen? Du solltest mir helfen! Machst du eh drei tief? Ja. Okay. Ach, da unten ist der Kabit, ich sehe ihn. Oh scheiße, das waren vier. Egal, machen wir zu. Kabit, wo bist du lang? Du hast da so einen... Ding nicht beobachtet. Ach Leute, hier ist ja komplett dunkel. Ein Kabit backt sich nach vorne. Guck mal, da unten das Loch. Was genau hast du da? LOL! Ey, Kabit, 5 Minuten da, weißt du? Guck mal, das da hast du nicht gesehen. Und guck mal, ach ja, guck mal, da ist das andere Portal. Ah, fick dich doch. Da war so ein kleines Loch in der Tür. Dann denke ich mir so, baust du einen Stein ab, kommen da 3000 Dinger. Ja, nein, da ist... Ach, Junge. Nur mal so, den Spawner braucht keine Sau. Oh. Das war jetzt ein Silberfisch-Spawner, falls du fragst. Was genau hast du eigentlich davor? Was? Achso. Ja, das ist eigentlich das, wo das Wasser abfließt, das Loch. Ach komm, leck mich doch am... Oh Gott. Egal. Blöd, wenn du da Lava drunter machst. Warte mal, Marco, warte. Ich will was ausprobieren. Also sind die jetzt mal fertig? Legt jetzt aber mal mein Wasser irgendwo random hin. Ich hab Angst, dich zu schlagen, Kabel. Geh weg, Kabel, bitte. Ich brauche ich brauch mein Schwert. Okay, ja, dann rennen wir doch hoch. Das heißt, da kann man platzieren. Sind so viele. So. Und, Also ich finde hier unten gerade keine mehr. Die Lava kann man, einfach in Obsidian. Nein, ich hab da unten eine unendliche Quelle draus gemacht. Die Lava kann man einfach in Obsidian umwandeln, oder stört das? Was? Ja, und die kannst du umwandeln, das ist eine gute Idee. Gut, das war nämlich gerade so ein Ding, wo ich dachte, gut, war das jetzt so, oder was war gleich nochmal die Priorität davon, dass du in so ein Portal anzünden kannst? Boah, so, ich hab Idee. Flo, wusstest du, dass man ein Enderportal... Ich hab gesehen und ganzes System nicht erkundet. Toll. Ja, deswegen. Ne, Flo, wusstest du, dass man ein Enderportal bloß eben halt
wie soll ich sagen, Creative Mode bauen kann, wenn man das von innen baut? Was? Na, du weißt doch, wenn man einfach so ins hinsetzt, dann funktioniert es nicht. Aber wenn man in dem Portal steht und das dann und diese Blöcke eben halt so aufbaut, dann funktioniert's. Oh. Ja. Das ist so. Voll kahl, Bro. Ich bin gerade am Überlegen, wie geht's jetzt wieder zurück? Genau, und hier ist die Leiter. Was haben wir denn für Blöcke mit? Weil ich würde das nämlich dann gleich so machen, dass man einfach bloß nur hier runter geht und dann ab Richtung Dings gehen kann. Ich brauche mal ein paar Steine. Oh ne, ich habe mich verlaufen. Siehst du nicht meinen Namen? Nein, ich muss jetzt erstmal hier die ganzen Eisentüren abbauen. Tja, was frage ich eigentlich Kabit, für was der eigentlich irgendwas abbaut? So. Ich dachte gerade eben, das Wasser fließt, ne? Aber das ist die Lava unter dem Wasser. Hä? Ne, das ist die Lava unter dem Wasser, das macht irgendwo voll die nice Texture draus. Peng. Ich bring mich gerade um. Kabit auch, der hat gerade den Peng gemacht. Oh lol! Ah, nein! Es kommt wieder so eine Armee, oder? Marco! Ach, Kabit. Wieso bist du mir denn hinterhergehüpft? Also ich konnte nicht zurück. Wenn man da reinfällt, stirbt man. Gott. So. Ja, gut. Da wird man mit der Strömung runtergesaugt. Geht man hier runter? Soweit so schaut gut aus, Marco. Ich wollte irgendwas machen. So, bei Gott weiß ich nicht mehr, was es war. Ich wollte zu einem Sumpf gehen. Es ist schon wieder mittags. Bis ich dort bin, ist es eh wieder nachts, aber ich habe kein zweites Schwert. Nehmen wir den dort. Leute, jetzt spawnen die auch hinterher? Ich dachte, die spawnen beieinander. Ne. Möchtest du den? Esma ist wieder da. Schön, Esma, du hast 300 Punkte gewonnen. Hey, Esma. Hallo, Esma. Aber upgraden kannst du noch nicht. So. Dann ging's hier runter, oder? War das hier? Ja, genau. Lol, das ist echt mein Todesurteil, langsam. Ja, ich bin lieber zum Zombie gegangen als zu den Viechern. Ich weiß grad nicht, wo du bist. Na? Ich hätte dir gern geholfen, aber ich weiß nicht, wo du bist. Irgendwo ganz tief in der Scheiße. Hier ist noch ein Zombie-Spawner oder ein Skelett-Spawner. Skelett-Spawner wären nice. Ja, die wären auch nice zu haben. Das Problem ist nur, Olli, ich hänge auf Höhe 18 bei 1619 minus 643. Wieso ist das beste Werk, Kabit? Wenn du dich einfach rausgräbst. Ja, aber dann mache ich wieder Silberfische-Spawn. Fucker. Kabit, deine Probleme möchte ich haben. Ja, denke ich mir nämlich auch gerade. Ach, Olli, du bist über mir. Ja, dann gräb dich darauf. Guck mal runter, Olli. Gleich, warte. Du warst gerade eben direkt. Du musst immer noch dran denken, dass ich hier gerade dabei bin, den Weg so einfach wie möglich zu machen, dass man einfach dem Weg folgen kann. So. Ach, da vorne bist du. Anna ist wieder da. Hallo, Wip. Guten Tag. Moment. Hi, Öli. Ich hab keine Waffe mehr. Hast du einen Stick oder so? Den Stick of Truth. Ich hab Dias gefunden. Kein Holz. Was machst du jetzt hier unten? Ja, ich bin weitergegangen. Da sind Skeletten. Übrigens, jetzt wird nicht gezuzt, Marco. Oh, du hast Silberfische bekommen. Passiert. Ich hoffe so viel, dass ich einfach nur einen so einen Scheiß das hast du angestellt. Bleiben finde. Das wäre so Premium. Kabit, stell dich doch nicht einfach in mich! Goddammit! Du wirst sterben, Kabit, nicht zwei ich. Arten von Menschen. Ja. Wir hatten Gold ab. Geh weg von mir! Wir werden sterben! Aber die ja voll nice aus hier, oder?
Weil ich dir gerade einen Goldapfel zugeworfen habe. Er ist ganz ölig, kann man ganz falsch verstehen. Kann ich nicht auch, sondern Inventar ist voll. Mein Ott, ey. Erstmal, da fehlt ein G. Kaiser, da fehlt ein G. Wow. Bin ich auch schon seniler. Darum habe ich mir nämlich Goldäpfel mitgebracht, für so welche Situation. Deswegen ist Carpet retarded. Ey. Alter! Keine Zeit. Musst du Olli helfen, sonst wäre die Folge langweilig. Ey, Lamau. Marco. Und für Carpet, Stick. Olli, wie lange ist denn die Folge schon? Genau eine Stunde. Ich hab grad ich hab's grad Ivurin gespürt, ja? Sie haben mich gerade angepisst und hab mir gedacht, hey, ist da eine Stunde schon wieder? Nee, hab ich nicht. Oder doch? Wer weiß? Ja, aber das ist gut. Ich will jetzt. Ja. Ich werf Kabit einen Goldapfel zu. Mein Inventar ist voll. Dass er einfach mal irgendwas rauswirft oder so war, dass er so keine Angst hat zum Sterben? Nee, das ist Kabit. Hart im Leben. Ja. Gut, okay, ich würde dann nämlich mal sagen, Tüdelü! So. Ja, tüdelü, bis zum nächsten Mal. Nein, wir machen natürlich jetzt auch weiter. Tüdelü. Auf Wiedersehen.